So, die Katze entführt gerade an dem Spielstab, also Schnur plus Stock, entführt gerade meinen Schatz durch die Wohnung. Also eine kleine Katze, wenn die richtig raufen will, dann ist die stärker, als sie aussieht. Ich habe mich gerade weggegassiert. Weggegassiert vor allem. Da hat diesen, man muss sich vorstellen, von der Jalousie, diese Plastikstange, da hat so einen richtig festen Faden, so richtig groben. Und am Ende von dieser Gardinenstange, von diesen Badezimmergardinenstangen, diese weißen Schlaufen, diese Plastikschlaufen, wo man die reinhängt, habe ich rangehangen und der hat das gerade ins Maul genommen, diese weiße Halterung. Und hat dich mit Samt von dem Teil weggezogen. Und hat mich weggezogen. Ja, die Katze ist stärker, ne? 7 Kilo Lebendgewicht, ziehen wir schnell über 80 Kilo Lebendgewicht weg. Naja, wie so ein dicker Fisch. Gucken, das sind 3, das sind 3, das sind nochmal 3. Hier können wir auch bei Bedarf nochmal. Hier eigentlich auch. Wir füllen es mal auf. So, zieh. Gut. Ich pflanze es hier einfach mal zwischen. Ja, schon süß, wenn die Katze dem Herrchen zeigt, wo der Hammer hängt. Nein, Pocket. Die sind echt hübsch. So. Es ist Samstagmorgen, die Zeit ist umgesprungen. Deswegen sind die Felder jetzt wieder unbewässert. Wieder arbeiten wir. Wir arbeiten hart an unserer Karriere. Wir arbeiten hart am Samstagstart. Ich werde nachher aber mal ganz schnell zum Markt. Da hole ich wieder Fisch und vielleicht auch Bienenhäuser. Immerhin wollen wir, dass es hier vorangeht. Da hole ich wieder Fisch und auch ein paar Bienenhäuser. Immerhin wollen wir, dass sie reich wird. Der Markt müsste ab um... Ja, die Händler haben immer um 9 offen. Also müsste der auch spätestens um 9 aufhaben. Also können wir hier in Ruhe kurz nach 8 los. Oh, jetzt ist erst Sonnenaufgang, ha? Ja, sie ist früh ins Bett gegangen, dadurch hat sie es jetzt auch früh rausgeschafft. La. Okay, einmal wieder auffüllen. Ich hab's kapiert. Auch die Blumen darf ich nicht vergessen. Die wollen wir zwar nicht essen, aber hier kommen ganz viele Bienenhäuser hin. Auf jeden Fall. Darauf freue ich mich schon richtig, dass wir dann hier noch, keine Ahnung, 10 weitere haben oder so. Und dann am Ende der Woche immer richtig viel Honigfisch verkaufen können. Dann lohnt es sich auch mal ein paar mehr Fische zu holen. Ich meine, 200 Stück sind ja meistens zu viel. Aber wenn wir einige davon verarbeiten und die dann nochmal verarbeiten. Honigfisch. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das wirklich schmeckt. Man kennt ja Fisch mit Zitrone, aber Fisch mit was Süßem? Vielleicht ist das so eine Honigkruste oder sowas. Kräuterkruste gibt es ja auch. Überbackener Fisch. Wer von euch mag denn gern Fisch? Ich mag ja, wenn ich mir was aussuchen kann, die Kalamari-Ringe total. Ah, lecker. Die kann man frittieren oder in den Ofen packen. Und ich habe mich dazu entschlossen, die in den Ofen zu backen, um ein bisschen Kalorien wenigstens zu sparen. Weil allein dieser Teigmantel ist ja schon eine echte Bombe. Und wenn der jetzt nochmal frittiert wird,
Dann ist dieser Fisch ja schon verboten kalorisch. So. Dann haben wir hier 3. Nochmal 3, dann können wir hier noch 2 hinmachen. Na, ja, kurz nach 8 wollte ich los, das heißt, ich eint hier noch ganz weit fix. Los, beeil dich mal. Wir müssen hier fertig werden. Oh nein. Ich will doch auf den Markt. Aber die wachsen auch nicht nach, wenn ich sie nicht ernte. Der 20. ist heute, das heißt, ja, mit ein bisschen Glück, ne, wenn die alle 5 Tage nachreifen würden, könnten wir auf jeden Fall noch einmal Kaffee ernten. Neben der Ernte heute. Auch beim Mais bin ich optimistisch, dass wir noch einmal ernten können. Meine 8 Tage sind eine lange Zeit. Ich weiß gar nicht, ob das denn echt so ist, dass der Mais nicht nur einmal Kolben erzeugt, sondern mehrmals. Keine Ahnung. Ja, bisher bin ich davon ausgegangen, dass man von so einer Maispflanze immer nur einen Kolben kriegt. Ja, ich habe mich auch noch nie damit beschäftigt. Jetzt würde es mich allerdings interessieren. So, einmal sortieren. Ihr könnt noch dahin. Zieht. Zieht. Können wir die noch mit verkaufen? So. Und noch einmal Honigfisch, das ist doch eine gute Idee. Komm mal her, ich brauche das Geld. Und auf zum Markt! Ich brauche ja Geld. Ich hoffe, in der Post ist auch noch was. Müsste ja eigentlich. Also die Polierstation und dann danach Stall plus Pferd. Das wäre cool. Dann können wir auch endlich mal die aus Versehen gecraftete Bürste benutzen. Ah ja, meine Bienenboxen. Genau. Sehr gut. Beer Barrels. Ah, wir können Bier herstellen. Sehr, sehr gut. Dafür kann man nämlich das Weizen auch benutzen. Um den Newton Alkohol zu machen. Pasta. Nee, Wein können wir nicht hin. Popcorn, Milch. Also Potatoes haben wir. Cider haben wir auch nicht. Cider ist Apfelwein. Habe ich hier gelernt. Wusste ich vorher auch nicht. Das Potatoes kann man auch später Alkohol machen. Tomaten, Litschis, Garbe. Was habt ihr noch? Wheat 17. Aber man muss Wheat selber anbauen. Wenn man hier alle Zutaten kauft, macht man Verlust, wenn man daraus irgendwas anderes macht. Die andere. Ich könnte noch mal Fische spenden, aber ich glaube, die hatte ich alle schon, oder? Bream. 100. So, jetzt verkaufen wir mal. Ja, die wollen wir alle. Die auch alle. Deswegen gebe ich hier ja wieder eine 100 ein. Ja. Sehr schön, die beiden können wir jetzt auch mal verkaufen, dann haben wir mehr Platz. Mal schauen. Ist die Person da? Lilly? Nee, Lilly ist im Laden, okay. Was haben wir hier heute? Dill. Ja, Dill war so wertvoll. Oh Gott, wie viel Dill braucht man immer? 2 für ein Dings? Das ist jetzt ein Risiko. Ich nehme einfach mal 100 mit. Weil wenn wir 2 brauchen, kostet uns das 8. Wir kriegen aber 30 Gewinn. Ne, komm, wir gehen auf volles Risiko. Ich will wissen, ob es was bringt.
Rosewood. Haben wir auch noch nicht. Ich will einfach mal zählen, wenn wir mal eine Quest haben. Hier könnten wir uns Gold holen. Sollten wir Gold holen? Ich hole mal einfach 4, falls uns irgendwas kaputt geht, was wichtig ist. So. Bitte. Auch immer noch keine Milch. Och Mann. Das ist jetzt echt gemein, wirklich. Hier waren wir ja auch schon. Nee. Wir probieren jetzt mal den Trick mit dem Dill. Wie gesagt, wenn sich immer nur 2 oder 3 verbrauchen, würde sich das lohnen. Bei 4 wären es auch schon 16. Aber dann können wir noch mal Dill holen. Stellt euch mal vor, wir Einsatz von 8, Gewinn von 30. Dann stelle ich mich hier hin und mache den ganzen Tag nichts anderes als Dill. Da werde ich auch nur noch Dill anbauen. Ah, hier sind die 2. Pestle und Mortar. Oh, es gehen 2 weg. Oh ja, oh ja, oh ja. Und wie wir das machen. Oh Gott, ja. Cool. Wir haben eine neue Variante gefunden, wie wir Geld verdienen. Ohne uns dafür total fertig zu machen. So, Gott haben wir jetzt auch wieder. Ich stelle jetzt die Dinger hier kurz hin. Ja, auf das fertige Blumenbeet. Genau. So, das ist gut, dass man die raufstellen kann. Wir brauchen mehr von dem geilen Zeug. Deswegen freue ich mich, weil das alles cool wird. So. Wir brauchen ja nicht so mega viel Fisch. Ich werde jetzt sowas von Dill kaufen, das könnt ihr aber wissen. Muss man das mal irgendwo aufschreiben, dass Dill geil ist? Also Dill kaufen, Dill verarbeiten. Yay! Wir haben echt was Cooles rausgefunden. Ja, ne? Und dann verkaufen wir das hier. Das ist 423. Ich habe eine Idee. Ich gehe jetzt mal zur Lilly. Hi, kriege ich Geld? Ah, ich habe was. Hast du eigentlich Orange Tea? Oh ja. Den brauchen wir ja noch für die nächsten Quests. Pancakes brauchen wir auch. Okay. Oh nein, hat das nicht aufgehängt? Lieber mal speichern. Sell. Boah, 150. Nehmen wir noch einmal Pancakes mit. Die wollte ja auch jemand haben. So. Yeah. Ach, du bist Taka, ne? Ich soll jetzt zu Takeo. Okay. Dann geben wir mal Takeo seinen Saft. Also, meine Idee war. Wer ist eigentlich Takeo? Meine Idee war, wir kriegen durch die Quest noch ein bisschen Geld, können dann nochmal einkaufen. Und kombinieren gerade so ein bisschen Questen und Markt.
dann müssten wir uns nochmal Pestel und Mortar holen. Cherry Juice. Habe ich den jetzt verkauft? Ups. Scheint so. Ich komme mal einen anderen Tag wieder, okay. Mist. Excel ist sonst wo. Aber Unary ist hier in der Nähe. Ach Mann. Warum habe ich denn alles verkauft? Weil ich nicht dran gedacht habe, ne? Ja, ja, so kommt's. Hier, guck mal her. Was auch immer, ne? Komoko? Wo findet man dich denn? Da hinten? Wie wollt ihr Pancakes haben? Mach bitte Pancakes für Komoko, steht hier. Das Rezept, ein Honig, ein Flower. Und die bringen ja auch 50. Also dafür, dass man Honig kostenlos kriegt. Und Flower ist ja Mehl. Das kostet ja auch nur ganz wenig. Könnten wir uns auch in die Pancakes schützen. Oh, ein Backmehl, danke, danke, danke. Neben mir raschelt gerade ein sehr großes Tier. Ja. Hätte es Licht damit gewesen, dass es im Haus ist. So, dann verkaufe ich mal nochmal das. War jetzt doch noch irgendeine Quest. Eine Potato und Orange Tea. Ja, Excel, der ist irgendwo. Edskill. Der ist bestimmt. Ach, der ist hier am Fluss. Na. Dann werden wir dich finden. Das ist ja unser Verrückter. Ach ja, der schiftet sie gerade. Ja, ja. Unser verrückter Opa. Hi. Golden. Ja, natürlich. Bitteschön. Hast du noch irgendwas? Du magst uns jetzt mehr. Du riechst Gold. Ein Doppelbett? Also, wenn das keine Aufforderung war von dem Alten. Wir sollen uns hier jemanden suchen. Ja, wir können uns ja mit jemandem anfreunden, ne? So, diese Folge ist wieder ein bisschen länger, weil es ein Markttag ist. Und weil ich natürlich versuche, das Optimum hier rauszuholen. Schade, dass es nicht mehr Markttage gibt. Das würde mir echt Spaß machen. Oh, man kann sich das leider nicht aussuchen. So, Sel. So ist das Leben nun mal. Selma, das Doppelbett. Ja. Cooking Oil, da könnten wir uns mit Cooking Oil könnten wir uns Fries machen. Die kosten 35. Aber die bringen auch nicht so viel. So, so. Was mal, hier kaufe ich nochmal Dill. Wir haben ja den Kater heute ein bisschen auf Diät gestellt. Seitdem sitzt er vor dem Futter nach und schaut mich immer tröstlich an. Traurig, meinst du? Ja, traurig. Ja, stimmt. Du vernachlässigst mich. Ich brauche ganz viel Essen. Ich muss groß und stark bleiben. Kalle, das ist nicht groß und stark, das ist fett. Ja, ist mir egal, wie du es nennst. Hauptsache lecker. Ach. Ja, wir müssen dem mal ein bisschen weniger geben. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Die Katzen hatten ein paar Tage, wo mein Schatz und ich uns schlecht abgesprochen haben, haben die morgens ihn angebettelt und er ist zur Arbeit gegangen. Er hat natürlich gefüttert. Und dann haben sie mich angebettelt. Und ich dachte, hä, hat er das vergessen? Okay, die betteln beide, also gebe ich denen mal was zu essen. Die haben doppelt bekommen an 3-4 Tagen. Und dementsprechend, ne? Den Rest brauche ich eigentlich nicht zu erzählen. Ups. Wieder Probleme mit der Maus? Okay. Manchmal hilft einfach Speichern, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob das Spiel gleich abschmiert. Es ist schon ewig nicht mehr passiert, dass hier irgendwas abgestürzt ist, aber wenn die Steuerung plötzlich hakt ohne Ende, sollte man doch mal gucken,
Wein, Popcorn, Milch und Zitter. Naja, so weit sind wir noch nicht. Ich werde ja die Gewürze jetzt verarbeiten. Ich habe ja Pesto und Mortar nochmal geholt. Das heißt, na, was heißt das? Dass wir mehr Gewürze herstellen können, und zwar in schnellerer Geschwindigkeit. Und das heißt auch, dass Dill mein neues Lieblingsgewürz wird. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, 18 ist eine gute Zahl. Da baue ich nämlich nur noch das an. Also als Gewürz. Sehr schön. Black Beans. Die kann man sich verlassen. Dass man hier viel rauskriegt, kann man auch. Da kann man sich auch drauf verlassen. Also wenn die gedüngt sind, sind die das coolste überhaupt. Immer mal 10. Oder 12. Oder 11. Ich sollte nur eine Folge machen, aber er hat nicht gesagt, wie lang die sein soll. Es ist Samstag, ich bin mit dem Einkauf soweit zufrieden. So, ich habe alles geerntet, das heißt, ich nutze jetzt hier einfach noch Place. So. Nicht zu dicht zusammen, sonst wird es nachher mit dem Anklicken ein bisschen anstrengend. Okay. Da kommt jetzt der rein, da kommt jetzt der rein, auch da kommt jetzt der rein. Und da und dann kommt der rein. Und an der Seite kommt auch noch. 22 Minuten. Ja, ich weiß, die Folge ist ein bisschen lang. Ist es immer noch der Samstag? Ist immer noch. Ja. Wir sind ja nicht bei Stardew Valley, wo nach 20 Minuten heißt, over and out, you are falling jetzt um, weil die Folge zu Ende ist. Nein, zum Glück ist dieses Spiel nicht ganz so brutal. Das finde ich auch ganz schön. So, die verkaufen wir. Die gehen weg und die gehen weg. Mal gucken, was wir damit machen. Das können wir mal ausrüsten, wenn wir dran denken. Eine Sache will ich noch machen, ich will die Dillsamen aufs Feld kriegen und dann darf er ja schon ran. Dann beende ich die überlange Mega-Folge. Bevor ich hier wirklich noch ein bisschen Mecker kriege. Immerhin nehme ich ja an seinem Rechner auf, da ist er schon gut, wenn er Bescheid sagt. So, was ich mit den anderen... Naja, die beiden können alle. Und die hier. Habe ich wieder Platz. Ja, eigentlich müsste ich noch mehr machen. Oder? So. Einfach mal zwischen noch. Okay, das reicht aber. Wir waren fleißig. Ich gucke nochmal, was wir craften können. Ach, erstmal alle Plüschtiere durch. Peach-Tee, okay. Ein Pfirsich-Tee. So. Ich zögere das Ende heraus. Hinaus. Aus dem Haus. Denn ich will ja eigentlich noch ganz viel Kohle machen. Ja. Dieses Spiel macht aber auch süchtig. Ich kann es euch nicht empfehlen, wenn ihr irgendwas Wichtiges machen müsst. Hier zu zocken. Das war irgendwie so schnell. Na, so schnell einfach mal Gewürze zu bekommen. Also, nur 30, 100 mal 30 sind dann schon 300. So schnell kommen wir wieder zu Geld. Oh, ich habe ja sogar noch welche vergessen. Ich muss ausmachen, ich muss vernünftig sein, es ist schwer. Dieses Spiel zieht mich in seinen Bann.
Boah, 25 Minuten. Das ist aber heute ein langer Tag. Komm, den meisten, da gehe ich aber definitiv pennen. Und werde dann diese mega lange Folge auch beenden. Keine Sorge, ich werde versuchen, die Folgen ab jetzt möglichst immer so bei 12 Minuten zu halten. Es kann hin und wieder vorkommen, dass mal eine Folge länger ist, gerade so Markttage, ne? Da will ich auch mal ein bisschen zeigen, was möglich ist. Zumal es mir auch Spaß macht, hier so ein bisschen zu übertreiben und ordentlich shoppen zu gehen. Ich bin halt eine Frau, lass mich. Es gibt Dinge, für die kann ich nichts, die sind genetisch. So. Die zwei und dann ignoriere ich die anderen Blumen, die ja schon wieder fertig sind. Okay. Ich habe gesagt, dass ich nicht übertreibe. Deswegen werde ich jetzt aus. Oh, ich habe einen Keks bekommen. Ist der für mich? Ja. Cool, danke. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns gleich wieder. Oder etwas später. Ich werde jetzt mal abspeichern. Und dann danke ich euch fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal oder bis morgen. Wie auch immer. Ciao, ciao.